Das hier ist das drittletzte Paar. Es sind Gal Veloth und Andreas Kreuzer, die hier gestern mit dem Championat von Paderborn nach einigen Monaten Abstinenz dieser beiden als Paar vom internationalen Springsport wieder erstmalig ein richtig schweres Springen ritten. Direkt Doppel-Null ging er, war platziert. Und jetzt greift er hier im großen Preis an. In der Zwischenzeit ganz stark, bei knapp 19 Sekunden sogar. So, jetzt muss er am besten den Steilsprung schräg im Fluss erwischen und das schafft er. Spitze, auch geritten die Linie zum DKB Oxa. Ideal kommt er auch da reingeflogen. Der wird doch tatsächlich schneller sein. Wenn jetzt alles liegen bleibt, dann geht Andreas Kreuzer in Führung. Andreas Kreuzer ist zurück mit Gal Veloth. Das Paar, das schon die Goldmedaille bei deutschen Meisterschaften gewann. Das Paar, das im letzten Jahr Platz 5 im großen Preis von Aachen belegte. Auf bestem Wege hier die Riders Tour Etappe in Paderborn zu gewinnen. 0 in 47,25 Sekunden, heißt doch tatsächlich 1,6 Sekunden schneller ist er gewesen als der Niederländer Wout-Jan van der Schans. Ist das spannend hier. Er schafft. Zwei haben wir noch. Der Niederländer Ben Schröder soll der Nächste sein. Sein Bruder Gerko kam hier mit einem Abwurf ins Ziel, ist jetzt Zehnter.